benannt allerseits. Fast alle Planeten des Teils des Universums, den man Alpha Quadrant nennt, sind in friedlicher Koexistenz geeint. Nur ein Planet wird von allen gemieden, denn seine Bewohner sind niederträchtig, gemein und absolut humorlos. Es handelt sich um den Planeten Bretta, dessen Bewohner, die Bretts, alle ein Brett vor dem Kopf haben. Diese finsteren Gestalten, die sich mit der dunklen Seite der Macht verbündet haben, entwickeln den perfiden Plan, ihren Erzfeinden, den Menschen, den Humor zu stehlen und die Erde zu einem trostlosen Ort zu machen. Als sich ein Zeitfenster ins Jahr 2000 öffnet, nimmt die Katastrophe ihren Anfang. Dies sind die Abenteuer von Anton Firmenich und einem Häuflein Unerschrockener, denen es gelungen ist, die Stadt Köln und somit die gesamte Menschheit vor einem den Lauf der Geschichte verändernden Desaster zu bewahren. Möge die Macht mit ihnen sein. Klamasai, Prita, Sophis, Tragantu. Nostra Finces Plumplumneck, Lissig Inaxuma, Ponte Lüfkein. Lin und Idrite, Kartalbo, Zübis am Rimmel auf Tate, Fanny, verwehrt hab. Computer, Computer, wir nähern uns den temporären Traktorstrahlkäufern. Stellen Sie Ihre Universaltranslatoren terrestrisch ein. Sprache Deutsch. Peter, Paul and Mary are sitting in the kitchen. Auf Deutsch, du doof. Alle Führungsoffiziere versammeln sich zur Lagebesprechung. Achtung, der Captain B, 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 befährt die Brücke. Und Frauen. Sie alle wissen, welche Bedeutung die Aktion Humorklau für uns und die Zukunft des Planeten Bretta hat. Schachbrett? Jawohl. Brettbrett? Jawohl. Sprungbrett? Jawohl. Surfbrett? Surfbrett? Jawohl. Fitbrett? Jawohl. Sie wissen mal was, also das sollte mich wundern. Braucht es aber nicht, Captain, denn der Admiral hat mich aufs Genaueste informiert. Während meiner letzten Kur. Während seiner Wurmkur? Was denn? Schon wieder Holzwürmer im Brett? Ja, verstehe ich auch nicht. Sie sollten mehr darauf achten, wo Sie hobeln. Wie leicht hat man eine Schramme in der Politur? Oder noch was Schlimmeres? Noch nie was von Safe im Brett gehört. Können wir vielleicht mal zur Sache kommen? Ach, halt doch die Schnauze. Also, zusammenfassung der Sachlage. Ich sag nichts mehr. Dann eben nicht. Surfbrett die Lage. Die Aktion Humorklau steht kurz vor ihrem Abschluss, denn wir haben es im Sack. Was? Das Festkomitee des Kölner Karnevals. Und wieso, Surfbrett? Weil... Sie scheinen ja mal wieder ganz ausgezeichnet vorbereitet zu sein. Wir haben es mittels telekinetischer Transmitteremissionen beeinflusst, den sogenannten Rosenmontagszug anders herumgehen zu lassen. Und wieso ist das wichtig für uns? Pit, Brett. Weil sich dadurch das Zeitfenster über Köln im richtigen Augenblick öffnet. Wir scheinen ja wirklich mal was zu wissen. Ja. Und wann ist der richtige Augenblick? Der ist weg. Das ist der, in dem es in Köln zur höchsten Humorkonzentration kommt. Richtig. Wann und wo wird das sein? Das wird... Dass Sie das wissen, kann ich mir vorstellen. Wann und wo, Sir Fred? Das ist am Rosenmontag, während des bereits erwähnten Rosenmontagszuges, der sich quer durch die Kölner Innenstadt bewegt.
Sprungbrett, Sie habe ich nicht gefragt. Was ist an dieser Aktion so bemerkenswert? Dass ein solcher Humorklau immer nur beim ersten Karneval eines jeden Jahrtausends möglich ist. Richtig. Ja. Wie werden wir dabei vorgehen? Wir saugen den Humor mit Hilfe des Supersaugers aus der ganzen Stadt ab und leiten ihn über einen retrotemporären Traktorstrahl direkt in unser Raumschiff. Richtig. Sinn und Zweck dieser Aktion, Pit, Brett. Sinn und Zweck dieser Aktion, Captain, wenn wir erfolgreich sind, verwandeln wir die gesamte Menschheit in eine fiese, miese, gemeine Spezies. Noch fieser als jetzt? Noch viel fieser. Konnte der retrotemporäre Traktorstrahl auf die gesamte Kölner Innenstadt ausgerichtet werden? Leider nein. Sein Radius ist auf einen Ort beschränkt, den man den Altermarkt nennt. Da der Zug aber andersrum geht, wird er genau zu jenem Zeitpunkt den Altermarkt erreichen, an dem der Traktorstrahl für die Dauer einer Erdenstunde aktiviert werden kann. Sehr gut. Ja, ja, ja. Wer hat das Relais runtergebracht? Das war ich. Ich habe es einem gewissen Anton Firmenich, der eine Kneipe am Altermarkt hat, als sogenannte Hi-Fi-Kompaktanlage untergejubelt. Einfach so? Nein, ich hatte mich unter die Teilnehmer eines Star Trek-Fanclubs gemischt. Dann haben wir jetzt ja alles. Wer wehnt runter? Lassen Sie mich gehen, Chef. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Das weiß ich. Ja. Aber die Admiralität hat in ihrer unergründlichen Weisheit jemand anderen dafür bestimmt. Ich? Verwandtschaft muss man haben. Klarer Fall von Bretternwirtschaft. Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich da unten machen soll? Zuerst musst du deinen Universaltranslator auf K wie Deutsch einstellen. Ach so, du Dummerchen. So, kann man vielleicht jetzt einer sagen, was ich da unten machen soll? Ganz einfach. Sprungbrett. Mithilfe dieses brandneu entwickelten Mehrzwecktrikoders aktivieren Sie das retrotemporäre Traktor-Strahlrelais, indem Sie auf die RTTR-Taste drücken. Drücken Sie auf das blaue Knöpfchen, können Sie es programmieren. Drücken Sie auf Gelb, können Sie mit uns kommunizieren. Ein Doppelklick auf Rot macht Sie unsichtbar, sodass Sie ohne große Schwierigkeiten auf den Wagen des sogenannten Prinzen gelangen, von wo aus Sie die beste Position haben, den Kölnern den Humor abzusaugen. Aha. Und für was ist der orange Knopf? Das brauchen Sie nicht zu wissen. Wenn Sie auf den drücken, ist die Mission sowieso im Eimer. In welchem Eimer, Captain? Das ist unwichtig. Das ist das Knöpfchen für die Notkommunikation. Und mit Hilfe dieses Gerätes können Sie dann den Humor aus den Kölnern saugen. Mit den kleinen Dingen? Beim letzten Mal hat er eine viel größere benutzt. Das war ein veraltetes Modell. Das ist die neueste Technologie. So. Müssen Sie nur noch Ihr Brett entfernen. Aber dann sieht man die Schiene doch, Captain. Dann ziehen Sie eine Mütze drüber. Captain, das Brett entfernen. Date that we? Aber Sie kennen doch unseren Wahlspruch. Ein Brett kennt weder Schmerz noch Pein. Ein Brett ist böse und gemein. Wir sind die größten Querulanten in diesem Raum und Zeitquadranten. Wir sind aus tiefstem Herzen fies und machen, was wir können, mies. Es ist das Mann, das Böse, vor allem unser Element. Wenn unten in einem U-Bahn-Schacht eine U-Bahn vorne
bankrott. Wenn einer Aktien verschiebt, verschiebt er, weil es uns beliebt. Wenn um den Dom die Kinder klauen, wenn in der Stadt sich Autos stauen, wenn stetig wächst der Schuldenberg, dann ist das sicher unser Berg. Einen einzigen gefallen und hör mit der blöden Rennerei auf. Man kommt ja schon vor, als wenn man im Theater wäre. Als wenn du schon jemals im Theater gewesen wärst. Deine Mutter und ich warten ein Abo. Für Schauspielhaus? Bist du Jack für Milovic? Und was soll ich da sagen? Jedes zweite Stück fing damit an, dass irgendeiner nervös auf der Bühne hin und her lief. Papa, wir sind ja beim richtigen Leben. Eben. Deshalb tu mir einen einzigen Gefallen und setz dich. Na gut. Das darf ich nicht machen. Die besitzt auch noch die Frische, du kommst zu spät zur Probe. Ich will ja nichts gesagt haben, aber heute ist Karneval Sonntag und ihr müsst noch probieren. Also ihr seid von schönes Tanzchor. Wir sind doch kein Tanzchor. Wir sind Amazonenballett. Und bis vorgestern waren wir absolut perfekt. Ich hatte schon die Hoffnung, dass es diesmal richtig gut klappt. Kind, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Wem sagst du das? Jedenfalls wäre nichts passiert, wenn Sina uns bei der letzten Probe nicht unbedingt hätte vorführen müssen, was sie in ihrem Kampfsportkurs gelernt hat. Und, was war das? Also, die nimmt Anlauf, macht aus dem Stand einen doppelten Salto vorwärts und landet wieder auf den Füßen. Ist doch toll. Ja, leider waren es nicht ihre eigenen, sondern die von unserer besten Tänzerin. Oh, weil, das hätte bestimmt viel getan. Zur Strafe muss Sina jetzt tanzen. Ich wundere mich sowieso schon, dass so eine bei euch immer mitmacht. Vater dann... sagt nichts gegen Sina. Ist doch wahr. Kampfsport. Zu meiner Zeit machten die Mädchen Kochkurse. Mein Vater hat kurz nach der Währungsreform. So sind die Frauen. Auch noch frech werden. Darum sagst du schon Zarathustra, wenn du zum Ball gehst. Hey, es ist dich warm anzuziehen. Warst du laut zusammen? Das kann ich mir vorstellen. Wo die hinlangt, wächst wirklich kein Gras mehr. Komisch. Sagt mein Vater auch immer. Und überhaupt, es ist doch eigentlich gar nichts passiert. Nee, überhaupt nichts. Bloß, dass wir monatelang umsonst probiert haben. Und jetzt nicht mehr auftreten können, weil unsere beste Tänzerin nicht mehr auftreten kann. Ich hab doch gesagt, dass ich für sie einspringe. Bräuchte es aber nicht, wenn du vorher nicht auf sie draufgesprungen wärst. Ist ja ein gut, ja, aber jetzt richte ich mal wieder ab. Ja, du machst mir Spaß. Da sollen sich ja nicht aufregen, wenn du die Arbeit von Wochen und Monaten ruinierst. Papa, die Sina ist so. Die hat das jetzt böse gemeint. Wie bitte? Papa, das verstehst du nicht. Sie ist schließlich meine beste Freundin. Kommen Sie, da wir gehen jetzt endlich probieren. Ja. Frauen sind rätselhafter als die Bedienungsanleitung von einem Videorekorder. Liebchen, von welcher Wolke du mir auch immer zugucken machst, ich gebe mir alle Mühe mit unserer Tochter, aber ob das also richtig ist, ich weiß es nicht. So, jetzt machen wir den ersten Test. Achtung, jetzt haben wir gleich. So, jetzt bin ich. Achtung, zack! Oh, Scheiße. Tu mir einen Gefallen.
dem Gefummel auf, bei dem Kaufmann kein Mensch probiert. Entschuldigung, das ist jetzt ausgereift. Ach, verstehe das, denn ich habe das doch genau gemacht, wie das in der Bedienungsanleitung steht. Und führen Sie den gelben Kabel außen herum und stecken Sie ihm in der gelben Buchse. Außen rum um Bad. Was bist du dafür gesehen? Wenn ich es nicht mehr machen könnte, hättest du anderes. Fräulein Sonnenschein ist wieder unterwegs. Mensch und an Frau Sonnenschein. Hast du heute Nacht wieder in deiner Karriere gearbeitet? Ach, hör bloß auf, Mensch. Willst du auch eine Kaffee? Kaffee gern, aber keinen Herzschrittmacher. Mensch, Mann, du frei ja mal wieder einen Schuss in den Ofen. Ach, nee. Halbe Nacht habe ich schon mit so einem Fuzzi von RTL um die Ohren geschlagen. Und dann auch noch 39 Kölsch am Deckel. Du hast 39 Kölsch getrunken? Daran spinnst du? Ich hab seine 3 mitbezahlt. Du hast doch erzählt, dieser Fuzzi, das wäre irgendwie ein Chef bei RTL. Ja, das ist er ja auch. Chefkoch von der Kantine. Apropos, hast du alles für dein Essen mal eingekauft? Ja, den halben Feinkostladen habe ich leer geräumt für deinen Besuch. Ach, das müssen ja ganz besondere Gäste sein. Ja, das sind sie auch. Mhm. Die Vorsitzenden des Captain Kirk Fanclubs Knappsack besuchen noch lange gehen, ne? Mensch, wie warm ist das dann? Brennt das da? Nee, Kaffee ist fertig. Ich habe einen Leistungsbeschleuniger in die Kaffeemaschine eingebaut. Anton, du gehst mal mit deinem technischen Perlefanz tierisch auf den Ärmel. Ach, warten Sie ab, bis das alles funktioniert. Ach, weißt du, dann erlebe ich noch. Das passiert eher, als dass du zum Fernsehen kommst. Ja, aber da funktioniert die Technik wenigstens. Mann, der blöde Turbodriss hat mir die ganze Kaffeewasser verkauft. Ich hab das Ding jetzt ausgeschaltet. Carola, jetzt pass auf. Carola, ach, bitte. Ehrlich. Jetzt pass auf. Carola. Pass auf. Wenn ich jetzt hier auf diese Knopf drücke, geht da hinten die Türe voll elektronisch von alleine auf. Achtung und fang. Doll. Wirklich doll. Komm, Jan, gerüttelt. Ja, dann verstand ich jetzt nicht. Wieso ist denn jetzt im Sälchen das Licht aus? Entschuldigung. Ja, das ist irgendwie noch nicht ganz ausgereicht. Carola, pass auf. Aber wenn ich hier drauf drücke, pass auf, dann geht im Bierkeller das Licht an. Zack. Hör, Anton, warum schmeißt du denn die Elfen gleich in da rein? Frauen verstehen so was nicht. Aber hier, pass auf. Mein hydroproktologischer Gesäßreiniger, der funktioniert. So, ja. Und wozu brauchst du so einen Driss? Carola. Ja. Machst du dich dahinterher nie sauber? Sein. Ich höre sie heute schon sagen. Wie sieht das denn hier aus? Gefällt es da? Ist bei dir der Innenarchitekt amok gelaufen? Ja, was hab ich gesagt, ja? Aristos Meinung zählt nicht, der ist befangen. Der mich schon bist du der Wirt der elysischen Gefilde, ja oder nein?
Ja, was hat denn meine Kneipe damit zu tun? Also bist du nicht objektiv, denn wir sind Konkurrenten. Ja, aber nicht mehr lang, wenn du so weitermachst. Was soll das hier eigentlich alles darstellen? Das siehst du doch. Die Kommandobrücke eines Raumschiffs zur Sternenflotte. Jetzt bist du dran. Was für eine Flotte? Die Sternenflotte. Raumschiff Enterprise. Star Trek. Du verstehst? Von wegen Star Trek, Star Jack. Jack, und wo bist du? Och Mann, wo sind denn die schönen Karnevalsorte? Die große Kupferstich, all das Kölsch Ambiente. Das ist Fakt. Man muss den Leuten mal was Neues bieten. Ein Neues am Freitag immer gehen und denken. Anton, bitte jetzt lenk nicht ab. Wenn die Leute zu dir in den Lokal kommen, dann wollen die eine gemütliche, eine kölsche Atmosphäre. Eben genau das wird man erwartet, wenn du Lokal zum Lüstierten hältst. Er will nicht mehr lang, Jung. Zum Lustierraumschiff. Jetzt hätte der Verstand total verloren. Mir könnte es dir nur recht sein, wenn du deinen Laden ruinierst. Ja, aber mir nichts, ne? Carola, wolltest du den Kaffee kochen? Das hörst du wohl nicht gern, was? Aber das kannst du sagen, du. Wenn du hier unsere schöne Kneipe ruinierst, kriegst du das mit mir zu tun. Sag mal, Carola, musst du eigentlich immer das letzte Wort haben? Ich kann ja nur nicht ahnen, dass du nichts mehr sagen willst. Wir können glatt machen, ihr zwei, ihr wird verjährt. Du bist ja wohl des Wahnsinns Kofferträger, wa? Ja, wieso? Och Mensch, Anton, ich freue mich jetzt alle so lang, du. Und ich meine, du und Carola. Mann, da wär doch jetzt. Ja, da wär ein Katastrophe. Woher würdest du das dann wissen? Zwischen mir und Carola, da war mal was. Sag bloß. Ich dachte schon, du tätest ausschwitzen. Idiot. Aber das hat uns lange gehalten. Carola nimmt mich nicht ernst. Da ist das doch ein Wunder. Frauen, die brauchen eine starke Hand. Die wollen keine Spinner, der von fröhlichen Ufos drückt. Wie meinst du das denn jetzt? Ja, jetzt immer ganz ohne Quatsch, Anton. Soll das hier alles so bleiben? Ja, klar. Da musst du mit der Zeit gehen. Und gerade jetzt, wo das neue Jahrtausend angefangen hat, da muss man aufpassen, dass man den Zug nicht verpasst, sonst bestraft einen das Leben. Ah ja, ja, jetzt ist auch klar, ne? Und deshalb hast du dein wunderschönes Lokal in ein abgestürztes Raumschiff umgebaut, ne? Lass mir doch der Spaß. Ach, Spaß hin, Spaß her, also ich finde, das hat jeder ein bisschen zu weit. Und da dürfen wir noch ja nicht weiter, noch. Durch Zeit und Raum und spreng alle Grenzen, erfüll mir meinen Lebensraum, ich kann im Weltall glänzen und treffe ich dann ein Genie aus Kunst und Wissenschaft, erfüll ich mir eine Utopie und schöpfe daraus Kraft. Was willst du denn im All, du Dorn? Da will doch keiner wohnen. Hier unten ist der Laden voll, das wird sich richtig lohnen. Was willst du in der Umlaufbahn und dann so ganz allein? Ich wär davon nicht angetan, ganz ohne Wort zu sein. Ich wär so gerne Starkkapitän. Noch von oben sehen. Ich fang erst mal so richtig an. Ich zieh nur noch ein kleiner Stern. Ich fang erst mal so richtig an. Ich zieh nur noch ein kleiner Stern. Nee, bei mir ist das.
Sag mal, Papa. Ja? Weiß Mama, dass du hier bist? Nee, aber ich habe mit dem Anton mal zu besprechen. Ja. Unter vier Augen. Verstehe. Von hier aus werden sowieso noch was vor. Ich denke, ihr müsst üben. Später. Jetzt müssen wir erst mal was abholen. Tschüss, Papa. Tschüss, Kind. Das wird eine ganz tolle Überraschung für dich. Ja? Da bin ich aber uns gespannt. Also, da bist du mein Freund, was hast du merken? Machst du mir jetzt mal ein Bierchen? Ja, klar. Deine Javi, das ist doch so richtig leb und lecker Mädchen und die hat so einen guten Einfluss auf meine Sina. Ja, aber die ist doch auch lieb und nett, wenn sie schläft. Ja eben, also Kurz und Judith geht immer noch um die Scheiß-Hotel-Geschichte. Ach, ist die immer noch aus der Welt? Nee. Seit Iphigenie, der den Floh in das Ohr gesetzt hat, das Hotel auf Tauris zu übernehmen, spricht Sina von nichts anderem mehr. Ja, aber musst du auch Verwandtschaft in Griechenland haben? Glaube mal, ich bin Grieche. Papus, Prus, Papus, Metaxa, Uso, Satsiki. Na, lang kenne ich rund. Wieso will deine Schwester das Hotel an dich aufheben? Familienangelegenheiten, aber das ist eine andere Geschichte. Jammers. Jammer, was soll ich dabei machen? Kannst du nicht mal mit der Javi sprechen? Dass du der Sina der ganze Quatsch ausredet. Und für das dann lass das Mädchen doch schließen, ist das alt genug? Doch, hast du hier so eine Ratsch im Kopf? Wieso? Ja, was würdest du denn machen, wenn deine Gabi plötzlich fort wollte? Meine Javi wollte sowas ja nicht. Und wenn, dann werde ich ihr alles Gute wünschen. Ja, und sofort die Tür, Frau Gammele. Das seh ich nicht. Auch die Mädchen müssen sich heute in der Welt bewähren. Aber doch nicht alleine und auch nicht in Griechenland. Ich meine, so ein junges Ding, das kann doch überhaupt noch gar nicht ermessen, was da für Gefahren am Wegesrand lauern. Was denn für Gefahren? Böse Männer! Falsche Freunde, Banditen, Mörderbanden, Anlagebetrüger. Ich meine, wir zwei, ne, als Männer, wir haben gelernt, mit so etwas umzugehen. Selbstständig zu denken. Uns auch nicht unterkriegen zu lassen, ne? Jetzt geht auch noch das scheiß Handy. Onassis? Ja, Mäuschen. Hier ist das Häuschen. Ja, ich komme sofort in das Häuschen, ja? Ich hab gezeigt, ich muss weg, ne? Und du denkst an mich. Ja, ich werde sehen, wann ich für dich tun. Ich will ewig danken. So, Anton, hier ist Dinge gehabt. Danke. Ja, Blümchen Kaffee. Doch, Mann, du weißt ja nie, was du willst. Das sind ja die richtigen Voraussetzungen, um beim Fernsehen Karriere zu machen. Zu doof zum Kaffee zu machen. Wenn ich beim Fernsehen bin, da brauchst du keine Kaffee mehr zu kochen. Hab ich doch meine Leute für. Beim Fernsehen landest du doch nie, da kennst du doch keinen außer dem Koch. Ach Mensch, du kannst ja nicht so richtig Mut machen. Hier, Mann, auch so eine müsst wir kennen. Hör mal zu, der da kommt. Carola. Der da kommt doch her. Medienzar in Köln. Der berühmte australische Medienzartierer Victor Mogul, kurz TV-Mogul genannt, soll sich, wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet, in Köln aufhalten. Und mit dem Festkomitee über die Vermarktung der TV-Rechte am Kölner Karneval für Australien und den Südpazifik, einschließlich der Fidschi-Insel, zu verhandeln. Der öffentlichkeitsscheue Manager, der kurz davor steht, mit seinem Medienimperium den Weltmarkt zu beherrschen und von dem es so gut wie keine Fotos gibt, weil er sein Gesicht stets durch eine tief in die Stirn gezogene Baseballkappe verdeckt, hält sich inkognito in der Domstadt auf. Mensch, Anton, stell dir mal vor, du, der wird mir über den Weg laufen. Steht er aber nicht. Guck lieber mal nach, wer das Preisausschreiben vom Festkomitee gewonnen hat und morgen mit auf der Prinzenwaren darf. Ja. Du bestimmt nicht. Nee, ich hab bei sowas ja nie Glück. Guck, Carola, jetzt haben wir es. Achtung! Zack! Doch, nee, nicht schon wieder, Mann! Carola, kein Problem! Gibst du bitte
von der Theke der gelben Schraubenzieher. Sonst seht ihr wohl nichts wieder. Jenseitische Molekularstruktur, junger Mann. Anton! Anton, komm her! Was ist denn, Carola? Ich ja! Wuhu! Anton! Die Kappe! Was ist damit? Tief in die Stirn gezogen! Ja und? Ja, das ist er! Wer? Die Frau Mogul! Carola, du hast du doch nicht mehr. Pass auf! Hallo! Sie sind aber nicht von hier. Woher wissen Sie das? Ich weiß doch noch viel mehr. Sie kommen aus einem fernen Land. Ja, aus... Nein! You come from down under? Peter, Paul and Mary are sitting in the kitchen. Eben Kölsch gesprochen. Das muss der doch von wegen Januar, wie der Engel besser versteht und den Inkognito. Inkognito. Ach, Jeck. Wollen Sie sich denn nicht setzen, Herr? Mein Name tut nichts zur Sache. Natürlich nicht, Herr Bojul. Was möchten Sie denn gerne trinken? Ja, nichts, wir haben noch geschlossen. Anton! Ihr dürft nicht so ernst nehmen, wissen Sie, wenn dem sein elektronisches Spielzeug nicht funktioniert, dann ist der Hund hier nicht wahr. Was hätten Sie denn ja? Ja, wenn Sie mich so fragen, eine kardasianische Tropfendut. Was? Kardasianischer Tropfendut. Oh, das klingt aber sehr interessant, ja. Das muss ja was ganz speziell Australisches sein. Was ist das dann? Eine schwarze Flüssigkeit, die bei uns heiß in Schalen serviert wird. Individuell gewürzt mit Milch oder Zucker. Oh, Sie meinen Kaffee! Oh, na, den können Sie doch haben. Mache ich einen für Sie extra ganz frisch. Dauert aber ein Momentchen. Bin gleich wieder da. Hey, ist es? Hey, ist es? Bei dem Kaffee, den Carola kocht, müsst ihr aber aufpassen, da springt in der Riemen von der Pumpe. Pumpe? Hey, heißt das bei Ihnen denn nicht Hetz? Heißt das in Australien anders? In Australien? Ja. Ach so, in Australien, nee, da heißt das selbstverständlich auch Hetz, ja. Was haben Sie denn da für ein Problem? Mein Problem ist, dass ich das im Grunde ja nicht weiß. Alles fing an mit dieser wunderbaren HiFi-Anlage. Die habe ich ganz zünftig geschossen, weil das direkt um Menschen knapp sagt. Aber seit ich das Ding hier eingebaut habe, spielt diese Fernsteuerung komplett verrückt. Aha. Ja, wie haben Sie die Anlage denn verkabelt? Ja, wie jetzt hier eine Bedienungsanleitung steht. Gelb an gelb, blau an blau und rot an rot. Ja, sehen Sie. Und genau darin liegt der Fehler. Passen Sie mal auf. Stecken Sie mal blau auf rot, rot auf gelb und den gelben. Den stecken Sie denn mal in die RTTR-Buchse. Gelb in der RTTR-Buchse, junger Mann. Probieren Sie doch einfach mal. Ja, gut. Also, zack, zack. Gelb in die RTTR-Buchse. Genau. Ich bin ja mal gespannt. Also. Ich wette nicht. Das Ding funktioniert. Ja, sehen Sie. Pass auf, und jetzt die Tür. Die Idee denn auch? Wunderbar. Jetzt hier, ich ja schnell gucken, ob im Bierkeller gleich auch nicht. Ja, kein Problem. Lassen Sie schön viel Zeit. Bittbrett am Brücke. Das läuft hier unten alles wie geschmiert.
Ich hab alles voll im Griff hier. Ich programmiere jetzt das retro-temporäre Traktorsteuerrelais. Milch und Zucker. Was? Cream and Sugar. Ja. Aber ihr rührt und nicht geschüttelt. Kaputt. Ach, achten Sie, ich hole erst mal eine saubere Lappe, ne? Aber ja, ja, Momentchen. Was mache ich denn jetzt nur? Der orange Knopf. Sie haben den Notfallknopf gedrückt. Ja, das weiß ich, Idiot. Sag mal lieber, was ich machen soll. Aktivieren Sie die Notfallprozedur 21 Alpha. Was heißt das? Das heißt, Sie müssen pulsieren. Ganz einfach, pulsieren. Hey, lass mich jetzt in den Stich! Ich kann euch nicht alles führen, wir können das nicht! Alles klar. Angst und Stelle, aber mal vor, ist was ganz Furchtbares passiert. Was denn? Ja, dem Herrn Mujul sein Dingen ist in das Wasser. Sieht aus wie der etwas zu groß geratene Fernbedienung. Für was schläft er damit sie rümpft? Also die hat er sicher aus Versehen eingesteckt. Ach, jetzt muss ihre arme Frau Gattin in Australien ja immer aufstehen, wenn sie ein anderes Programm sehen will. Was? Ja, 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 natürlich! Ja. Geben Sie das her! Ja, das Ding ist im Eimer, das kann ich Ihnen sagen. Das fürchte ich auch. Was mache ich denn jetzt nur? Jetzt machen Sie sich doch mal keinen Kopf. So ein Ding können Sie hier an jeder Straßenecke kaufen. Kaufen? Das ist unbezahlbar. Ja, Bruder, komm her. Ja. Jetzt weiß ich, warum der so sauer ist. Der ist zu knistig, sich eine neue Fernbedienung zu kaufen. Du spinnst doch. TV-Mujul gehört zu den reichsten Leuten überhaupt. Ja, und. Weshalb sind die reichen Leute so reich? Weil sie nichts ausgeben. Die Hanne vom Hale. Ja, vielleicht schimmelt so ein Ding in your second hand, ne? Second hand? Ja. Sind Sie wahnsinnig? Da steckt unsere neueste Technologie drin. Ah? Oh, die Tee doch noch ja nicht. Oh, junger Mann. Ne? Jetzt machen Sie mal alles lang. So rückständig sind wir in Europa ja noch nicht, ne? Hier hatten wir schon blühende Landschaften, da war Australien noch Terra Incognita. Alter, was redest du denn doch für einen Stuss? Wieso? Das heißt, Terracotta ist italienisch und heißt Blumenbrot. Hat mit Australien ja nichts zu tun, ne? Nee, wenn du das sagst. Wissen Sie was? Ich glaube, ich habe oben noch so eine alte Universalfernbedienung rumfliegen. Die hole ich jetzt und da schenke ich die Ihnen. Ja, wenn Sie meinen. Sehen Sie, Herr Mujul, hier werden Sie geholfen. Und wenn Sie wieder in Australien sind. Sagen Sie mal, was fasern Sie eigentlich andauernd von Australien? Und wieso sagen Sie mal, Herr Mujul zu mir? Ja, weil Sie so heißen. Ich? Das steht doch alles in der Zeitung, ne? Ja. Und nachdem mein Chef, der Anton und ich Ihnen jetzt so hilfreich zur Seite gestanden habe. Da könnten Sie mir doch auch einen klitzekleinen Gefallen tun. Ja? Was denn? Wissen Sie? Ja. Ich hätte nämlich so gerne eigene Tochter. Kinder, Kinder, jetzt nicht. Los, los. Geht in den Zähnchen und geht mal rüber. Ab, ab. Was ist denn los, Frau Wohler? Wo ist denn Papa? Kind, das ist doch jetzt ganz Jahr, Mensch. Nun komm her, los. Oh, ihr habt doch gar keine Ahnung, wer das da ist. Der Mann steht kurz davor, die Weltherrschaft zu erobern. Nee, ne? Ja. Das ist TV-Mogul der Medienzahn. Und wenn ich den noch ein bisschen bearbeite, da krieg ich meine eigene Talkshow. Bist du da sicher? Ganz sicher.
Ich will eine Talkshow im TV. Das ist mein größter Wunsch, fast eine Manie. Bei mir gibt's kein Tabu und keine Grenzen. Ich will als Star der Labe tanzen, glänzen. Mir fällt nicht schwerer als Mr. Spera, denn ich sprech schneller als Arabella. Laber meine Gäste voll, so wie Birte und Nicole, bin wie Sonja und wie Tina, als die Zauberfee Sabrina. Mein Gurtlock macht mir nicht Bange, was der arme Schäfer kann ich schon lange. Ob RTL soll sein, sollte ProSieben, weil ganz im Ernst, sie werden mich bald lieben. Doch falls ich keine Chance dabei kriege, will ich den Job von guten Menschen fliegen. Mir fällt nicht schwerer als Mittagsfera, denn ich sprech schneller als Arabella. Lager meine Gäste voll, so wie Birte und Nicole, bin wie Sonja und wie Tina, als die Zauberfee Sabrina. Nein, du hast noch was mir nicht bange, was wäre ein Schäfer kann, kann ich schon lange. Schön. Wissen Sie was? Ich gucke noch mal nach Ihrer HIV-Anlage. Die kriege ich nämlich bestimmt wieder hin. Ja, meinen Sie? Ja, ja. Und die Leistung, die lässt sich auch bestimmt noch erheblich verbessern. Ja, wenn Sie das sagen. Papa, was denn, Kind? Setz dich mal. Wieso ist da passiert? Die Überraschung. Überraschung? Ja, das ist erstaunlich. Was würdest du dazu sagen, wenn deine Tochter dafür gesorgt hätte, dass dein größter Wunsch in Erfüllung ging? Ich darf in das Weltall fliegen und draußen steht die Enterprise. Oh, ohne Witz. Ach, Papa, hättest du denn wenigstens ein bisschen Spaß, wenn ein zweitgrößter Wunsch in Erfüllung geht? Ich darf morgen mit auf den Prinzen wahren. Ach, das ist doch genauso unmöglich. Eben nicht. Was? Deine dich liebende Tochter hat bei der Lotterie vom Festkomitee mitgemacht und eine super geile Neuigkeit für dich. Und bei dieser Gelegenheit, da will sie dir... Sie nickt sie, wenn darüber reden später. Ja, was da jetzt? Also, ich habe für dich den ersten Preis gewonnen. Was? Du darfst morgen mit auf den Prinzen waren. Nee, das glaube ich nicht. Kannst du aber. Was? Wir waren eben beim Festkomitee und haben dein Kostüm abgeholt. Das sieht es doch ja nicht. Annemie, ich kann nicht mehr. Oh, nee. Aber ich fürchte, die Hose ist aber ein bisschen lang. Ach, das mäht doch nicht, da krempeln wir es einfach um. Nee, so ein Sondatier nicht. Komm, wenn du doch schon auf dem Prinzenwagen mitfährst, musst du doch wenigstens das Kostüm passen. Ich finde umkrempeln reicht. Also vielleicht bei den Kängurus, aber nicht hier in Köln. Was soll denn der Prinz denken? Ist das denn so wichtig? Na, Sie haben Nerven. Ja, woher soll der Mann davon als Australier wissen? Als Normalsterblicher auf dem Prinzenwagen mitfahren zu dürfen, ist so wahrscheinlich wie mit einem Lottoschein mit Sätzchen in der Hand vom Blitz erschlagen zu werden. Sie meinen, das ist nicht ganz einfach? Nee, das ist nicht nur nicht ganz einfach, das ist unmöglich. Ja, das wird Ihnen bei Ihren Beziehungen nicht gelingen. Es sei denn, Sie können sich unsichtbar machen. Aber das geht doch nicht mehr. Wie bitte? Ja? Ich wollte sagen, sowas geht nur sehr schwer, wollte ich sagen. Sowas, ja. Ja, was ist jetzt mit dem Boot? Komm, ich mach dir das schnell. Ja? Ja, aber ich hätte lieber als Captain Kirk hier. Also, Anton, das geht nicht. Auf der Prinzenwahl kommst du nur in dem Kostüm und jetzt ja. Ja. Schon. Ja. Also, in dem Kostüm könnte man auf der Prinzenwahl. Das ist ja großartig. Was meinst du? Ich meine, ich muss unbedingt auf der Prinzenwahl. Warum eigentlich? Ja, weil ich doch die Fernsehrechte kaufen will, steht doch hier. Ja, da muss ich doch wissen, ob es sich lohnt, vielleicht da was von Ihnen auszugeben. Ja, und das herauszufinden, da brauchen Sie wieder zur Prinzenware. Da müssen Sie sich einfach nur mal auf die Straße stellen und miterleben, wie eine ganze Stadt schaukeln singt. Ja, da mögen Sie sicher recht haben. Ja. Aber wenn ich doch von den Köln und den Humor aufsaugen soll... Dann ist das wahrscheinlich besser, wenn ich das vom Prinzenwagen aus mache. Ja, haben Sie natürlich recht.
Rosemont darauf im Prinzenwaren. Ach, das ist ein Traum. Sehen Sie? Und wenn mir einer der Traum erfüllen wird, der kann von mir haben, was der will. Haus, Auto, Geld, Flugzeug. Ach, auch eine eigene Talkshow? Was? Ja, sicher, das ja. Und was für eine? Mit den tollsten Gästen. Pyromanen, Psychopathen, Nymphomaninnen, Massenmördern. Massenmörder auch. Ja, ja, all das hat die Lüge so jeden Sinn. Passt. Was machen Sie denn da? Los, los, komm, schnell, schnell, jetzt ziehen wir das Kostüm wieder aus. Wissen Sie was, wir zwei sollten uns lebenslang mal so unterhalten. Ja, hab ich Ihnen eigentlich schon gesagt, in Australien, da dauern die Talkshows 24 Stunden am Tag. Samstag, Sonntag, ja, Samstag, Sonntag, oh, viel länger. Eine Hose ist eine Hose. Ist eine Hose. Meine Hose. Das mäht doch nichts, dann zieh ich einfach die Hose von meinem schwarzen Anzug an, das merkt doch kein Mensch. Jedenfalls hast du mir eine riesen Freude gemacht. Ich bin hin und weg. Du, das ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt red endlich mit ihm. Hallo, Ben. Ach, Papa. Hast du jetzt auch noch den Mooshammer als Modeberater? Hast du schon mit ihr gesprochen? Nee, nee, das mach ich aber jetzt. Nein. Pass auf, pass auf, pass auf. Papa, setz dich. Ja. Du weißt doch, dass Ina nach Griechenland will. So ein Zufall. Genau darüber wollte ich mit dir reden. Ja? Ja, 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 ja. Und ich habe mir gedacht, weißt du, Papa, ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Kind, sarret ruhig, auch wenn Sina dabei ist. Du hast dir gedacht, das ist der größte Blödsinn. Eine Frau allein in Griechenland. Das kann doch nur in die Hose gehen. Die weiß doch gar nicht, welche Gefahren da am Wegesrande lauern. Böse Männer, falsche Freunde. Banditen, Mörderbanden, Dämonen. Dämonen? Ihr zwei habt ja so recht. Für eine Frau ist das viel zu gefährlich. Und deshalb gehe ich mit. Genau, deshalb geht sie mit. Mit? Wohin? Nach Griechenland! Das geht nicht. Kind, das kannst du mir nicht antun. Hier, der ich dich unter Schmerzen geboren habe. Verwechselst du da jetzt mit was? Na gut, aber bei der Grundsteinlegung war ich dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist mir ja ein richtig guter Freund. Ja, da kann ich doch nichts für. Das ist Sinas Schuld. Nee, das ist der schlechte Einfluss, dem das Kind ausgesetzt ist. Das ist eben mein Pech, dass ich eine Iphigenie auf Tauris habe. Sagt euch nicht, mit euch hat das überhaupt nichts zu tun. Genau. Mit mich zum Rennen gebe Gas.
Wenn der Brett, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Ja. Jetzt bringe ich die Mission zu Ende, indem ich den Humor versende, den ich schon bald den Kölnern klau. Was bin ich für eine miese Sau? So. Mann! Mr. Spack, sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Die Koordinaten stimmen, Kapitän Jagalows. Wir befinden uns im Jahre 2000 und das hier ist die Kneipe von diesem Anton Firmenich. So sah also damals in Köln eine Kneipe aus. Sieht eher aus wie auf der alten Enterprise. Apropos Aussehen, Captain, wir haben da einen logischen Fehler gemacht. Inwiefern? Wir hätten zeitgemäße Kleidung wählen sollen. In unseren Uniformen füllen wir nur auf. Das hätte Ihnen auch ein bisschen früher einfallen können. Wir sollten uns schleunigst umziehen, sonst gefährden wir noch die ganze Mission der Sternenflotte. Ach, ich muss sagen, ich bin es wirklich langsam leid, durch die gesamte Vergangenheit hinter diesem dämlichen Brett herzujagen. Ich kann mir auch etwas Schöneres vorstellen, aber Sie wissen ja, was passiert, wenn es dem Brett gelingt, die Vergangenheit zu verändern und eine Verschiebung im Raum-Zeit-Kontinuum herbeizuführen. Die Folgen wären nicht auszudenken. Hier irgendwo im Raum muss das retrotemporäre Traktorstrahlrelais versteckt sein. Wir müssen es finden, und zwar schnell. Mensch, Mann, haben Sie mich jetzt vor Schreck gemacht? Was machen Sie denn schon hier? Wir wollen, wir haben... Wir sind... Ja, wer Sie sind, das weiß ich doch. Sagen Sie mal lieber, wie Sie hier reingekommen sind. Wohl hier beamt, was? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, so wie Sie aussehen. Aber ein bisschen früh dran, was? Bisschen früh? Ja, der Anton hat gesagt, die kämen erst nach 11. Der weiß, dass wir kommen? Sicher. Aber der spricht doch schon seit Tagen von nichts anderem. Na ja, warten Sie mal einen Moment, ne? Ich sag ihm Bescheid. Vielleicht ist ja dieser Anton ein Jedi-Ritter. Oh, Mensch, mal komm, reiß dich zusammen! Dein Besuch ist da! Ach, ihr seid mal schlecht. Mingen Ärmel im Kopf. Ich freue mich, Sie... Oh! Captain James T. Kirk von der USS Enterprise. Oh. Was machen Sie denn hier? Ich wohne hier. Das ist unlogisch. Sie können nicht im Jahre 2000 in Köln leben, wenn Sie erst Jahrhunderte später geboren werden. Im Moment habe ich das Gefühl, als wäre ich vor Jahrhunderten gestorben. Sie müssen entschuldigen, aber wir hatten gestern Stress mit unseren zwei Töchtern. Da haben wir zwei Väter uns ordentlich die Kante gegeben. Ich bin direkt wieder da. Oh. Zwei Väter und zwei Töchter. War denn im Jahre 2000 in Deutschland die Schwulenehe schon durch? Ich bin ja so stolz, dass Sie mich endlich besuchen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich habe ja schon so viel von Ihnen gehört. Aber woher denn? Na, ich bitte Sie.
gibt in Deutschland keinen Trekkie-Fan, der Sie nicht kennt. Hören Sie, wir sind... Ich weiß, wer Sie sind. Gisela und Herbert Rodenberg, die Vorsitzenden des Captain Kirk Fanclubs Knapsack. Tolle Kostüme haben Sie an. Und die Ohren, wie echt. Lassen Sie das, guter Mann. Das ist Kapitän Tamara Jagelow von der Voyager 2 und ich bin Ihr Nachrichten- und Sicherheitsoffizier. Ja, klar. Und ich bin Captain Kirk. Aber nicht im richtigen Leben. Sollte es bereits zu einer Verschiebung im Raumzeitkontinuum gekommen sein? Das weiß ich nicht, Captain, aber ich rate Ihnen, mit offenen Karten zu spielen. Denken Sie an die oberste Direktive. Wir dürfen uns nicht einmischen. Oh. Toll, wie Sie reden, als wären Sie wirklich von der Sterneflotte. Ist hier bei Ihnen in den letzten Tagen ein Unbekannter aufgetaucht, der sich auffällig benommen hat? Nee, das könnte ich jetzt nicht. Doch, doch, der TV-Mojol, aber den kannte Carole aus der Zeitung. Wie wär's denn mit dem Gläschen zur Begrüßung? Carola, machst du mal drei Kölsch? Wir mussten aber erst ein neues Fass anschließen, das man jetzt verlasst mit der Resto alle hier noch. Die versoffene Senk. Na gut, da geht der Frühschoppen heute auf seine Kosten. Kommen Sie mit, wir gehen jetzt in die elysischen Gefilde. Die sind hier? Nee, nebenan. Carola, wir sind voll. Ja, was ist denn jetzt mit dem leeren Fass? Das leere Fass? Ich schließe ein neues an. Kommen Sie mal hier durch den Keller raus. Also das hat mir gerade noch gefehlt. Zuerst ist meine Trikorde am Eimer. Jetzt habe ich ja noch die Sternenflotte am Hals. Herrgott, kann man ja nicht einmal in Ruhe sabotieren. Das ist eine Betriebe im Hauptbahnhof. Oh Gott, das redet mir schlecht. Fremd, oh. Mensch, das kommt mir einfach an. Sag, Sina, Mensch, ja, Mensch. Hör mal, wo hast denn du die ganze Zeit gesteckt? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich hatte gestern noch mega Zopf mit meinem Vater. Oh. Und danach bin ich noch schwer abgestürzt. Und wie es aussieht, hart aufgeschlagen. Das kannst du wohl sagen. Ich hab dich nämlich überall gesucht, aber du warst ja wie vom Erdboden verschluckt. Das war vielleicht Hölzung. Ich bin von einer Kneipe zur nächsten und hab mir den Kopf darüber zerbrochen, was ich machen soll. Wie meinst du das, hä? Sina, wir zwei, wir wären ein unschlagbares Team. Aber ich kann nicht mitkommen nach Griechenland. Was? Mensch, ich krieg das blöde Ding mit auf. Was interessiert dich denn jetzt so an der Tasche? Das ist doch ja nicht deine. Ja, deshalb interessiert sie mich ja so. Und mich interessiert, warum du nicht mit nach Griechenland kommen kannst. Weil du deinen Vater nicht allein lassen willst. Guten Tag. Guten Tag. Hier ist er auch nicht. Suchen Sie was? Ja, meine Zeitstrahl-Substitution. Meinen Zeitstrahl-Substitutor. Ich muss ihn hier irgendwo liegen gelassen haben. Also sowas haben wir hier nicht. Oder meinen Sie das hier? Ach, da ist er ja. Dankeschön. Bitteschön. Schicke Handtasche haben Sie da. Von Escada? Nein, das ist Borg-Technologie. Ach, sowas gibt es bei Ikea. Ikea, red doch nicht so einen Drift. Du siehst doch, die Frau ist von der Sternflotte. Korrekt. Ich bin Tamara Jagelow, Captain der Voyager 2. Und Sie sind? Ja, die Amazone. Sina, Kriegerprinzessin. Hier? Nicht wirklich, nee. Aber Sie besuchen doch sicher meinen Vater.
Captain Kirk ist Ihr Vater? Ich meine Anton. Richtig. Ach, wie reizend. Ach, ich hätte auch so gern einen Vater gehabt. Aber so etwas gibt es bei uns ja leider nicht mehr. Was gibt es bei Ihnen nicht mehr? Väter. Ja, und wie? Ich meine, wie kriegt man bei Ihnen Kinder? Durchs Internet. Ich meine, wir bestellen unser Befruchtungsmaterial im Internet unter www.schwärmeronline.de. Wahnsinnig romantisch. Und die Liebe? Liebe? Ist die denn so wichtig? Ja, Sie sind gut. Die ist das Wichtigste überhaupt. Stellen Sie sich das doch mal vor. Sie begegnen einem Menschen und es geht Ihnen durch und durch. Denn Sie spüren, dass dieser Mensch sozusagen das Beste ist, was Ihnen passieren kann im Leben. Genau. Wenn Sie den bloß ansehen, haben Sie das Gefühl, dass sich in Ihrem Kopf alles dreht. Sie verlieren den Boden unter den Füßen und schweben wie ein Engel. Und sind so durchgeknallt, dass Ihnen Ihr eigener Name nicht mehr einfällt. Ach, Unsinn. Ich weiß doch noch, wie ich heiße. Captain. Hey, hat es Sie etwa erwischt? Natürlich nicht. Ich meine, Ihr Vater ist zwar ein netter Mensch, aber das kommt bestimmt von diesem merkwürdigen gelben Getränk in diesen hohen Gläsern. Na, dann ist ja gut. Was mache ich denn, wenn es nicht davon kommt? Na, dann schnappen Sie sich den Kerl und knutschen ihn ab. Bis ihm die Luft ausgeht. Oh. Sag mal, Spinste, wie kannst du meinen Vater mit dieser durchgeknallten Tussi aus Knappsack verkuppeln? Na, weil das die Lösung ist. Dein Vater ist nicht mehr allein und wir können endlich nach Griechenland fahren. Wenn das mal so einfach wäre, du kennst doch meinen verklemmten Vater. Bei Frauen kriegt er bekanntlich die Zähne nicht voneinander. Ach, wart's doch erst mal ab. Und außerdem, im Karneval, da regelt sich doch sowas oft von ganz allein. Apropos Karneval, Mensch, ja, wie, wir müssen doch zum Zug. Nicht ohne mein Aspirin, geh du schon mal vor. Ja, okay, aber du weißt schon noch, wo wir uns aufstellen, hm? Ja, zweite Abteilung, dritte Gruppe, Aufstellung Ecke Klotigplatz am Ferkelung. Ja, bis ja. Später. Mal tut das gut. Aber ein Aspirin könnte ich immer noch gebrauchen. Ich guck meinen Mantel. Na, endlich! So, ich muss das Ding doch ohne Trikot dann jagen kriegen. So. Und so. Es funktioniert. Ja, Pitbrett, was bist du nur für ein Schlaukäfchen? So, das Kostüm genommen, meine saure Hut und dann ab auf der Prinzenwade. Sind Sie denn los? Sagen Sie mir lieber, was Sie hier machen. Da hatten wir zwar doch gestern ausführlich drüber gesprochen. Ich habe Ihnen doch in aller Deutlichkeit zu verstehen gegeben, dass das nicht geht. Nicht einfach dem Anton sein Kostüm klauen. Aber denken Sie doch mal an Ihre Karriere. Nee, also bei allen Talkshows dieser Welt, aber das kann ich Anton nicht antun. Was kannst du Papa nicht antun? Oh nix, Liebchen, der Herr Mojul, der hatte dann nur so eine dumme Idee. Da! Hm? Haben Sie es auch gesagt? Was? Dass ich dumm bin. Zu Hause sagen Sie das auch immer auf.
Und wenn mein Onkel kein Admiral wäre, dann wäre ich ja nicht hier. Ja, aber so dumm können Sie doch ja nicht sein, wenn Sie es zu dem Imperium gebracht haben. Ja, so auf. Im Imperium, da bin ich nur so ein Kleinlich. Ich darf doch höchstens mal eine Straßenbahn entgleisen lassen oder so eine winzige Revolution anzetteln. Was dann so eine Sache machen Sie? Oh. Wer hat Sie eben einen fiesen Charakter? Ja, ne? Was denn hier los? Trotzdem dürft's nicht. Was denn los ist, will ich wissen. Blöde Frage, der dritte Akt hat angefangen. Hallo! Hey, Quatsch, ich meine mit dir. Mensch, du, dieser TV-Mujul, der ist ja noch völlig durchgeknallt. Wieso? Der hat mich gefesselt, Jabi entführt und dein Kostüm geklaut. Ja, wofür das dann? Ja, was weiß ich dann, was sich so eine Medienmap denken, der mich mit dem Tischstaubsauger bedroht. Mr. Spack, haben Sie das gehört? Ein Staubsauger. Die versuchen dieselbe Nummer wie damals. Aber dieses Mal kriegen wir sie. Wovon reden Sie? Was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, klingt ein wenig ungewöhnlich, aber Sie werden das bestimmt verstehen. Dieser Mr. Mogul, wie Sie ihn nennen, ist in Wirklichkeit kein Mensch, sondern ein Brett. Teak oder Mahagoni? Weder noch. Ein Bewohner des Planeten Bretter, der hier nach Köln auf die Erde geschickt wurde, um am Rosenmontag den Kölnern den Humor zu rauben. Wodurch es zu einer gefährlichen Verschiebung im Raum-Zeit-Kontinuum kommen wird. Hör doch endlich mit diesem blöden Star-Trek-Quatsch auf. Sag mir lieber, was hier los ist. Genau, Mensch, jetzt reden Sie doch mal vernünftig mit der Mann. Also gut, fangen wir noch mal von vorn an. Aber bitte, bitte setzen Sie. Beide. Wir zwei sind Offiziere der Sternenflotte. Ich bring ihn um. Ja. Warum glauben Sie uns denn nicht? Bretter, die den Humor klauen, völlig am Quatsch. Ja, sowas gibt es doch ja nicht. Und ob es das gibt, das ist vor Jahren schon einmal passiert. Korrekt. Die Bretts haben bereits eine andere Stadt völlig humorlos gemacht. Wo soll das denn gewesen sein? In Düsseldorf. Ja, und mir erst. Jetzt verstehe ich doch, warum der berühmte Schad auf dein Kostüm war. Dann sind Sie wirklich von der Sternenflotte? Ja, natürlich sind wir das. Wir zwei kommen aus dem Jahr 4711 und haben den Auftrag, den Brett an der Durchführung seines Planes zu hindern. Dann sind Sie 2700 und ein paar zerquetschte Jahre aus der Zukunft hierher gereist? Mit der Voyager 2 ist das überhaupt kein Problem, dazu noch äußerst günstig im Verbrauch. Nur 3 Akkus auf 100 Lichtjahre. Na komm! Hey Mensch, Mann, komm! Komm, du kannst dich jetzt in die Ohnmacht fallen! Huhu! Hey! Oh, das Stück ist doch noch nicht zu Ende! Armer Kerl. Ja. Was? Wer ruft? Ich rufe die Polizei. Was wollen Sie dir sagen? Ja, was Sie mir gesagt haben, dass im Brett meine Tochter entführt hat. Mann, was geht doch nicht? Ich denke, du bist besoffen. Nein. Ach. Jabi? Ja. Kann mir mal einer sagen, wo Jabi schon wieder abgeblieben ist? Die ganze Amazonentruppe wartet am Lotusplatz. Sina, es ist was Furchtbares passiert. Was? Deine beste Freundin ist entführt worden. Von wem? Von einem Brett.
Nein, das ist er nicht. Kurz und gut, wir zwei sind Offiziere der Sternenflotte. Kommt ja, ja, und ich bin eine Kriegerprinzessin. Ja, ich bin Flipper, der kluge Delfin. Hört doch endlich mal mit dem doofen Quatsch aus, sagen Sie lieber, was wir machen müssen. Als erstes müssen wir das Traktor-Strahlrelais abstellen. Ja, so Dingen haben wir hier nicht. Und, was ist das hier? Das ist meine neue HiFi-Anlage. Oder schalt das Ding ab, dass die Blinke geht, auf der Wecker. Darf ich nicht. Der Mojul hat gesagt, wenn ich das Ding ausschalte, sehen wir Javi nie wieder. Wenn das eine HiFi-Anlage ist, dann lasse ich mir die Ohren kopieren. Das hier ist das retro-temporäre Traktor-Strahlrelais. Also ich verstehe nur Bahnhof und Kofferklauen. Wo ist denn jetzt Javi? Ja, die ist doch von den Frauen-Mogul entführt worden. Was interessiert dich das denn noch? Du willst doch sowieso nach Griechenland. Ja, ja schon, aber doch nicht ohne Javi. Ja, wo kann er sie denn hingebracht haben? Das ist schwer zu sagen, aber die Bretts halten sich bevorzugt auf hohen Türmen auf. Was ist denn hier in Köln das höchste Gebäude? Ja, der Dom oder der Kolonium? Ja, der Dom natürlich. Ja, dann ist doch alles klar. Da nichts wie hin. Ach, du Jeckenditz, wie willst du denn Rosenmontag auf den Dom kommen? Ja. Ja, das lass mal meine Sorge sein. Kümmert ihr euch lieber um den Humor? Ja, bloß wie? Schließlich dürfen wir das Relais nicht abschalten und der Brett wartet bestimmt schon längst mit seinem Gerät. Ja. Ja, der will den Humor aus Köln abzahlen, das müssen wir verhindern. Wir müssen... Den Zug aufhalten! Ach du Doll, wie willst du das denn machen? Ja. Wir retten jetzt den Karneval, denn sein muss mit nem Riesenknall, denn ohne Drum und dünnes Glas macht Köln uns keinen Spaß. Mich brauchst du nicht zu fragen, ich werf mich vor den Wagen. Das klappt doch nicht, du Jeck. Die schmier die Dresch nicht weg, den Zugring zu blockieren, sie können nicht kutschieren. Ich fürchte, das ist dumm, dann fahren die andersrum. Wir öffnen jetzt den Karneval, wenn sein muss mit dem Riesenknall, denn ohne Turm und Zinnesatz macht Köln uns keinen Spaß. Wir reden mit der Polizei, dann ist der Spaß in mir vorbei. Der Aufgang ist nicht hoffen, die denkt, wir sind besoffen. Wir werden schaffen können, wenn wir uns einfach trennen. Wir schlagen in zwei Gruppen zu und lösen das Problem im Nu. Wir öffnen jetzt den Karneval, denn sein muss mit dem Riesenknall, denn ohne Drum und Zinnesatz macht Köln uns keinen Spaß. Wir öffnen jetzt den Karneval, denn sein muss mit dem Riesenknall, denn ohne Drum und Zinnesatz macht Köln uns keinen Spaß. Ach, das glaube ich nicht. Übrigens, Ihr Uppercut hat gesessen. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Anton, hast du es schon gehört? Was denn? Der Prinz ist entführt worden. Geht es doch ja nicht. Und auch mit der das ist so eine furchtbare Geschichte. Tausende von Polizisten rasen durch Köln, die armen Jecken sitzen am Straßenrand und sind am Weinen. Kein Trommelchen geht, kein Ajuja-Eckchen und im Fernsehen zeigen sie anstelle vom Rosenmontag sucht der alte Mann und alles mehr. Ja, wunderbar. Nix, ja nix. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass der alte Mann und das Meer ist der Lieblingsroman von Frau Jaglos. Ja. Ah ja. Und wer ist das da? Ja, das ist der alte Mann. Was? Quatsch, das ist der alte
Vater von Frau Jagelowski, der macht hier ein Nickerchen. Warum bringen Sie denn Ihren Papa nicht zum Anton ins Bett? Sie wissen doch sicherlich, wo das Schlafzimmer ist. Ja, was fällt dir denn ein? Ja, wieso? Was ist denn dabei? Übrigens, den Jürgen Ischmann kenne ich dir ja nicht zu, Jungfrau. Quatsch, zwischen uns läuft überhaupt nichts. Ja, noch nicht, Junge. Halt dich ran, so eine Chance kriegst du nicht nochmal wieder. Hat die Pause viel zu jung für mich? Für dich aber ja nicht. Boah! Die hat ja einen Pfeffer. Kann ich dir doch sagen, die Frau ist so jung, ist ja quasi noch Jan auf der Welt. Warum? Sie, du traust dich bloß wieder nicht, ne? Entschuldigen Sie, Anton, aber der, mein Vater wird wach. Ja, dann müssen wir uns jetzt um den alten Herrn kümmern und du gehst jetzt besser. Ja, mach ich. Anton, halt dich ran. Sei ein Mann und mach's an. Wohl unserer Vaterstadt und geht nicht gegen dich persönlich. Dann. Was hat Ihr Freund da eigentlich eben gemeint? Womit? Halt dich ran und mach's ihn an. Nix. Gar nichts. Der hat gemeint, ich soll den Fernseher anmachen, da ist so ein Fernseher. Und ich dachte schon, er denkt, wir hätten was miteinander. Das würde er nie denken, denn wenn der das dächte, das wäre ja... Ja. Ach du, tut mir schrecklich leid, aber deine Stoßstange hatte der weh. Wie? Auch das Garagentor ist etwas verbeult. Mr. Spack, wie konnte das passieren? Die Kupplung ist geflutscht. Ja, wirklich scheiße. Ja, mir passiert ist. Wir haben doch jetzt weiß Gott anders, sondern wir müssen Gabi retten. Mein Gott, ja, das arme Javi. Mein Gott, der arme Prinz. Dann. Mach doch jetzt nicht so viel Sorgen. Dina findet Javi ja bestimmt. Ja, und wenn nicht? Die Folgen wären nicht auszudenken. Wo geht's denn hier bitte für kleine Vulkanier? Durch die Tür eine Treppe runter. Vielen Dank. Also, ich mache uns jetzt erst mal eine gute Tasse Kaffee, das beruhigt die Nerven, ne? Haben Sie einen Nahrungsreplikator oder machen Sie den selbst? Ja, also anbauen tue ich ihn nicht, aber kommen Sie mir nicht, zeigen Sie ihn mal. Moment, Mädels. Hä? Oh! Was war das denn? Das war die Rache für mein Garagentor. Entschuldigung, ist das Schiff nach Frankreich. Was? Schiller. Ach so. Also Ihnen werden die blöden Scherze noch vergehen, wenn ich erzähle, was ich auch mit Ihrer Tochter anstellen werde, wenn Sie den Augenblick nicht der Prinz rausholen können. Ja? Jetzt seien Sie doch vernünftig und geben Sie auf. Ihre Mission ist gescheitert. Captain Gagloffs, ich bin eine Freude, Sie zu treffen. Wie meinen Sie das? Seien Sie bloß vorsichtig. Das Ding in meiner Hand, das ist zwar ein bisschen primitiv, aber äußerst wirkungsvoll. Aber nicht schlagen, ich bin doch Brillenträger. Hör dir Jammer auf, du Weichei. Tut dir noch keiner was. Obwohl er verdient hat. Lassen Sie es gut sein, Anton. Wenn wir den nach Bretter zurückschicken, ist das Strafe genug. Nee, nicht nach Bretter. Nee, den sperren wir jetzt erstmal in der Keller. Komm, Bese. Was ist denn hier passiert? Das sehen Sie doch. Sie sind da. Da unten auf dem Klo, da hält sich ein Monster versteckt. Das war mein hydropunktologischer Gesäß, Rainer. Hat sehr weh getan. Fragen Sie auch noch, ich dachte schon, ich muss auf dem Stern der Schlappohren anfangen. Ja, wie war bin ich froh, dass ich es wieder habe. Und dann noch gesund und noch einem Stück. Hier war es auch ganz schön mulmig, als ich da so gefesselt und geknebelt saß. Aber zum Glück kam sie da und hat mich gerettet. Ach, jetzt kriegt der Prinz das wieder zu sich. Der Prinz? Wie kommt der denn hier hin?
erzähle euch ein andermal. Jetzt müssen wir erst dafür sorgen, dass der Prinz wieder auf der Zug kommt. Spack, das übernehmen Sie. Kommen Sie, Spack, wir zwei machen das schon. Ja, also, pass auf, dann ist keine Erwisch. Sehr schnell, komm. Also, Gabi und ich, wir müssen jetzt mal in die Küche. Wieso? Weil wir Hunger haben. Woher willst du wissen, dass ich Hunger habe? Ich weiß es einfach. Hey, dann weißt du ja mehr als ich. Ja, na komm. Bin ich ja mal gespannt. Ja, ja, und ich muss jetzt auch mal gehen. Wohin denn? Mir ist jetzt komisch. Ich muss mich mal legen. Soll ich mitkommen? Ja, bitte. Bitte nicht, das geht doch nicht. Anton Firmenich, wieso weißt du mir eigentlich immer aus? Ich weiß sie doch nicht aus. Hast du mir denn gar nichts zu sagen? Oh doch. Ich habe auch Hunger. Genau das sollte nicht passieren. War es denn so schlimm? Im Gegenteil. Das ist ja das Schlimme. Das verstehe ich nicht. Ach, dann hat er ja keinen Zweck mit uns. Wenn die Geschichte erledigt ist, verschwindest du wieder in der Zukunft und ich kann sehen, was ich mache. Dann komm doch einfach mit. Wohin? In die Zukunft. Mit mir kannst du durch die Jahrhunderte reisen, fremde Planeten besuchen und Galaxien entdecken, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber das geht doch nicht. Ich kann doch Jabi nicht allein lassen. Doch, Papa, das kannst du. Und mich musst du dir keine Sorgen machen. Sina passt schon auf mich auf. Worauf du dich verlassen kannst. Ja? Das wäre nämlich mein größter Traum. Prinz, wieder da ist, wenn ihr seid am Knatschen. Hat alles geklappt, hat keiner was gemerkt? Überhaupt keiner. Wunderbar, Carola macht die Musik an. Ja, ciao, ja. Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung hier auf WDR 2. Wie Sie bestimmt wissen, ist der Prinz vorbehalten zurückgekommen. An die Umstände seiner Entführung kann er sich nicht erinnern. Und er wird vom närrischen Volk so gefeiert, wie ich das noch nie gesehen habe. Die Straßen der Stadt sind gesäumt von seinen närrischen Untertanen. Auch seine Retterin, die mutige Carola Frühauf, die ihn eigenen Angaben zufolge aus den Fängen außerirdischer Besucher befreite, jubelt ohne Ende. Denn im Interview mit RTL hat sie gesagt, ihr größter Wunsch wäre, eine Talkshow zu moderieren. Und wisst ihr, was passierte? Bärbel Schäfer hat spontan erklärt, sie als Urlaubsvertretung zu engagieren. Die Sendung wird heißen, wurden auch Sie schon einmal von Außerirdischen entführt? Und wenn ja, warum haben die Idioten die zurückgebracht? Carola, wie konntest du den Leuten so eine Quatsch erzählen? Ach, Jek, das ist doch jetzt ganz egal. Hauptsache, ich bin berühmt. Und zu meiner ersten Talkshow lade ich euch alle ein. Ach, da wird wohl nichts draus werden, hm? Nee, da sind jetzt da schon in Griechenland. Ach, das ist aber schade. Ja, aber du kommst da, ne? Ich bin da noch nicht mehr da. Na, wo willst du dann hin? In die Zukunft. Sie müssen das verstehen. Anton und ich. Ach nee, naja, ich hätte es mal eher fast denken können. Aber schade, ich wollte fragen, dass du mein Manager werden willst. Sekretärin! Dankeschön. Ach, das Fussi hier hört man jetzt hier. Kann ich das nicht machen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie werden zurückgeschickt nach Bretter. Ich stelle auch viel lieber hier in Köln bleiben. Captain Jagloff, Sie wissen doch, was ich mir anstellen würde. Das schadet Ihnen gar nichts, Pittenbrett.
Genau, so ein fieser, mieser, ihr meiner. Niederprächtiger Charakter, wie siehst du? Ja? Ist als Manager eigentlich genau der Richtige? So, dann wäre meine Mission ja erfüllt. Ja. Wenn ich wieder sage. Oh ja. Aha, mit dem Ding kann man doch zur Zeit reisen. Ja. Hier auf der Dichterskala kann man einstellen, wohin die Reise gehen soll. In die Vergangenheit oder in die Zukunft. Darf ich mal? Aber ganz vorsichtig. Ja klar, vorsichtig. Achtung! Und zack! Zurück. Anton, hör doch mal auf mit dem Quatsch. Wir wollten doch zurück. Nee, noch einmal, noch einmal. Eva. Jetzt dieses Leben durch Zeiten und durch Raum. Für mich ist das ein Kinderspiel, für ihn ein Lebenstraum. Ich gehe jetzt ins Topgeschäft, das mische ich kräftig auf. Und ich vertreibe mir die Zeit mit Bier und Schnapsverkauf. Ich fange jetzt an, denn jetzt wird eine Zeit. Ich schreibe alle Zeit die mich nicht wirklich langsam bleibt. Ich mache mal was anderes, woran ich Freude hab. Sonst bin ich ewig hinterher mit einem Bein im Kopf. Im Land der Griechen suche ich von heute an das Glück. Gemeinsam gehen wir den Weg, nichts hält uns mehr zurück. Ich denk an dich und weiß, dass ich in deinem Herzen wohne. Doch eins vermiss ich heute schon, in Köln und der Dom. Nur fangt doch keine neue an, denn es wird eine höchste Zeit. Steigen die alten Wörter ab, die seid ihr doch schon ganz verbleibt. Macht doch mal was ganz anderes, was es noch niemals gab. Sonst seid ihr, die ihr euch vergeht, mit einem Bein in Schlaf. Nur fangt doch mal was an.